Was soll gerade die Musik? Jetzt schon, ich fühle mich hier nicht sicher. Da war doch was. Willst du mich doch gerade verarschen, oder? Übrigens, das Ding war, es war mir so riskant. Ach, das ist eine... Oh. Eine Ratte war das nur. So, ich folge mal dem Weg jetzt. So. Hier lang. Ach. So ist mein Safe House sicher. Ah, jetzt verstehe ich. Ich wollte nämlich noch die Minen abgeben. Türen verbarrikadieren wäre gar nicht. Ja, ich. So kommen wir an besser. Jo, ich weiß. Selbst wenn es von Pestbeulen billig. Flair rein und die Minen rein. So, ich muss nämlich dem Weg folgen, den er mir sagt. Sonst verlaufe ich mich hier nur. Das war nämlich schon sinnlos, was wir gemacht haben. Ging es immer und immer wieder an bestimmten Orten holen. Das ist kein Problem. Was, da lang? Ernsthaft? Ich soll die Barrikaden entfernen? Okay. Hier ist eine Matratze, aber die kann man nicht benutzen. So. Genau, die Keycard brauchen wir. Und die Keycard öffnet uns neue Sachen. Hier war ich wirklich noch nicht. Alter. Dunkel. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, und
Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Sie musste sich verstecken. Ach, diese Narren. So, hier habe ich ein Objekt. Aha. Von euch ist doch bestimmt jemand am Leben, oder? Aber ich fühle mich nicht sicher. Ach, ich dachte, ich müsste, um fahren zu können, das Ding da wegräumen, aber... Nee, hier geht's lang. Also, hier war ich auch schon mal. Blind wird's erst ein bisschen später. Nämlich im Beckingham Palace war ich noch nicht. Außerdem hatte ich vor Zombies so einen Reiten. Schiss. Nicht unbegründet. Solange es nur einer ist. Sind die Viecher ja leicht. Alter, so eine Kraft haben. Was bohrt sich bitte da durch? So, dann geht's weiter. Habe ich nicht hier irgendwo grad? Ihr habt da nichts zum Nachgucken. Wegen Dingens hier, wo die Kameras sind oder so. Zumindest sehe ich hier keine. Ich sehe da nur Tür, die wir geöffnet haben. Das Licht. Der ist kaputt. Hier ist auf jeden Fall ein Zombie, das weiß ich. Ich habe nie so das Radar benutzt eigentlich. Deswegen hatte ich glaube immer so Schiss, weil um jede Ecke einer sein könnte. Und ich es nicht gewusst habe. Aber das Radar... Radar schützt mich. Hinter ist einer.
hätte gern jetzt eine Karte. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwenden, dass die jede Menge Waffen und Munition. Ich will da nicht wirklich hin. Oh oh. Ich glaube, der hat da auch nichts. Nee. Ah, läuft doch super. Oh. Was? Vier. Warum nicht, ne? Natürlich. Ich könnte die natürlich alle pullen. Ist noch einer? Tja, was machen die da? Bolognese? Ich glaube, ich komme da auch nicht raus, ne? Was ein Glück. Natürlich ist da ein Durchgang. Der da vor mir. Danke. Ja, er war noch kurz am Leben, das haben wir gerade gesehen. Wasserleichen. Hä? Ich verstehe gerade nicht. Über mir wahrscheinlich. Kracht doch jetzt bestimmt was runter. Soll ich euch mal sagen, dass ich Jumpscares hasse? Das ist doch Safehouse-Zeichen, oder?
Hier ist auch nix. Wirklich nichts? Warum ist das ein Safehouse-Zeichen? Das ist doch eine Falle. Eine Falle. So, da gehen wir jetzt zurück. Ins Safe House und speichern. Das ist das Safe House, genau. Bunker, das könnte ich jetzt erstmal vergessen, denn ich speichere. Ich habe ja Bretter, ne? Am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, kommt es nur auf eins an. Vorbereitung. Untersuch deine Umgebung, bestöbere alles nach Vorräten und füll das Safe aus. Und dann nimm, was nötig ist. Denn... für den Fall, dass... keine Ahnung, woher kommen. Das hält sich nicht eh, aber viel langsamer. Gibt's auf der anderen Seite nicht auch noch eine Barrikade? Ich weiß ja nicht, ob die nochmal kommen oder so. Aber ich will die von meinem Haus halt fernhalten und so. Obwohl das nichts bringen wird, aber ich weiß sonst die Bretter zu nichts einzusetzen. Obwohl doch, ich könnte damit mich auch ein bisschen vorbereiten. Ich glaube, ein Brett behalte ich immer. Na, die großen Medipacks tue ich mal eben weg. Molly können wir gebrauchen. X. Komm. Snacks finden wir unterwegs, also tue ich den Snack auch noch weg. Und dann speichern wir mal. Das Problem ist, wenn man natürlich stirbt, speichert er automatisch, weil man hier im Bett aufwacht. Eigentlich, was blinkt dieser Monitor immer? So. Oh, in der Brick Lane Markt gibt es Pistolenmunition. 6 Stück. Hier gibt es auch Energy Drinks, Molotov Cocktails, Pistolenmunition 1, also... ja. In der Victoria Memorial. Da gibt es 3 CC-Dinger, CCTV-Dinger.
Hä? Hä? Tatsache, man kann so sehen, wo die sind. Ernsthaft? Das ist... da. Das könnten wir jetzt doch machen, oder? Da oben irgendwo? Und das ist da, wo wir herkamen. Ich will das mal eben überprüfen, Leute. Eben überprüfen, zumindest den. Also, eins ist klar, es ist hier in der Nähe. Kann man die Karte nicht irgendwie den Pin noch mal sehen oder so? Ist der vielleicht? Nee. Ich bin da. Von der Karte aus sieht das so aus, als müsste ich da am Eingang gucken. Komm, das interessiert mich jetzt. Nee, kommen wir. Ben, den Part an dieser Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.